Hallo meine Lieben, heute gibt es mal wieder einen What I Eat in a Day von mir. Und zwar werde ich euch heute meine absoluten Lieblingsgerichte, die ich zurzeit habe, zeigen. Es wird sehr gesund werden und somit perfekt für eine Diät. Ich weiß ja, dass euch Food und Ernährung mega interessiert und ich habe letztens eine Instagram-Umfrage gemacht und da haben mir mega viele von euch geschrieben, dass ihr gerne mehr What I Eat in a Days von mir hättet. Und euer Wunsch ist mir Befehl, das werde ich jetzt für euch machen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Frühstück. Und zwar gibt es heute einen Eiskaffee für mich. Den habe ich gestern Abend schon gemacht, damit der jetzt eben eiskalt ist. Und da kommt jetzt noch Milch und Eiswürfel rein. Als Milch verwende ich heute diesen Kokosnussdrink ohne Zuckerzusatz. Und fertig ist der Eiskaffee. Und zwar werde ich mir heute als erste Mahlzeit einen grünen Smoothie machen. Ich liebe grüne Smoothies wirklich total, weil sie sind erstens super schnell zuzubereitet. Ihr könnt die super easy in die Schule, in die Uni, in die Arbeit mitnehmen oder auf dem Weg zur Arbeit trinken. Zweitens könnt ihr euch immer variieren, das heißt, ihr könnt immer neue Zutaten reinmixen. Und drittens, und der für mich wichtigste Punkt ist, ihr habt einfach super viele Vitamine, Nährstoffe und Mineralien komprimiert in einem Shake. Und ja, das finde ich halt super, super cool. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt auch mal, was heute in meinen grünen Smoothie reinkommt. Und zwar brauchen wir einmal eine Handvoll Blattspinat. Dann werden wir 2 Esslöffel Chiasamen reingeben, circa 200 Milliliter Wasser. Und von dieser Mango werden wir 100 Gramm reinmachen. Ich nehme immer gern tiefgefrorene Mango, weil ich das super umständlich finde, normale Mangos klein zu schneiden. Dann brauchen wir eine halbe Gurke und hier noch eine ganze Banane, die ist sehr reif. Und als Superfood nehme ich Bio-Gerstengras von der Koro Drogerie. Das ist einfach richtig, richtig gut für eure Haut, für euren ganzen Körper und das ist eine richtige krasse Vitaminbombe. Das kommt dann alles hier in diesen geilen Mixer. Den habe ich ganz neu, den habe ich auch bei Koro bestellt. Der kostet 99 Euro. Und Leute, ich sag euch, dieses Teil hat es wirklich in sich. Also meine Eltern haben den Vitamix, der kostet 600 Euro, aber dieses Ding kann da locker mithalten. Also richtig geil. Sir Mix-a-Lot, das hat halt hier auch eben mehrere Stufen. Dieses Puls, das geht richtig ab und das ist einfach ein ganz, ganz anderes Smoothie-Erlebnis. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, da könnt ihr 5% bei Koro sparen. Den blende ich euch mal ein. Der Smoothie schmeckt richtig, richtig lecker. Vor allem ist die Konsistenz einfach 1A. Also das ist ein komplett neues Smoothie-Erlebnis. Wir hatten vorher immer so einen Stabmixer und das kann man einfach nicht vergleichen. So, zum Mittagessen werden wir uns heute Wraps machen. Und zwar habe ich hier so Tortilla-Wraps mit Weizen und Leinsamen besorgt. Auf die Wraps kommen unter anderem Tomaten, eine halbe Zwiebel, Tofu, Salat, Champignons und Hummus.
So, alle Sachen sind jetzt angebraten und jetzt kommt erstmal Hummus auf den Wrap. Dann Salat, Tofu. Passt wirklich auf, dass ihr nicht zu viel auf euren Wrap macht, weil sonst kriegt ihr den dann nicht mehr zu. Jetzt kommen noch die Tomaten drauf. Und zum Schluss kommen noch die Zwiebeln und die Champignons drauf. Als Getränk habe ich mir jetzt eine Limonade ohne Kalorien gemacht. Und zwar geht es folgendermaßen. Und zwar macht ihr von diesem Limettensaft einen Schuss in das Wasser rein und von diesen Stevia Drops ungefähr 4 bis 5 Tropfen und das schmeckt richtig, richtig gut und hat keine Kalorien, kein Zucker, kein gar nichts. Ein super Erfrischungsgetränk für den Sommer. Was bei den Wraps ganz wichtig ist, dass ihr das Tofu mit der Sojasauce ablöscht. Ich finde, es schmeckt einfach viel, viel besser und hat auch eine knackigere Konsistenz. Also das ist mein kleiner Geheimtipp. Ich lasse mir den Wrap jetzt auf jeden Fall schmecken. Guten Appetit! Bis zum Abendessen dauert es jetzt ungefähr noch 2 bis 3 Stunden. Da ich jetzt aber ein bisschen Hunger habe und nicht so lange warten möchte, mache ich mir jetzt einen kleinen Snack und ich zeige euch mal, was ich da mache. Und zwar werde ich mir einen Kokosnussjoghurt machen. Ich habe jetzt hier einen von Harvest Moon, den mag ich eigentlich total gerne. Und da kommt dann eine ganze Banane rein und hier habe ich noch von Foodspring so Flavor Kicks, nennt sich das. Das schmeckt nach Vanille und peppt halt einfach zum Beispiel Joghurts auf oder Müslis und genau. Das machen wir uns jetzt. Ich habe jetzt hier noch so ein Gewürz von Just Spices benutzt. Essen werden wir uns eine Buddha Bowl machen und das sind die Sachen, die wir brauchen. Eine Avocado, Kichererbsen, Quinoa, den Spinat noch von in der Früh. Dann brauchen wir für das Dressing Limettensaft, Tahin, also das ist Sesammus, dann Agavendicksaft, Sojasauce, Olivenöl und Wasser kommt noch dazu. So, dann fangen wir mal mit dem Dressing an. Und zwar brauchen wir hiervon ungefähr 3 Teelöffel von dem Tahin, einen Schuss von dem Limettensaft. Ich mache das immer so Pi mal Daumen. Dann ein bisschen von dem Agavendicksaft, Sojasauce, ein bisschen Olivenöl und dann am Ende ungefähr so 30 Milliliter Wasser. So ihr Lieben, das ist jetzt hier mein Abendessen. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, eine Buddha Bowl. Das ist meine absolute Lieblings-Buddha Bowl. Die schmeckt auch 1A und dieses Dressing müsst ihr unbedingt ausprobieren. Also am liebsten würde ich das Dressing auch pur essen, weil das so lecker ist. Ich lasse mir das jetzt auf jeden Fall schmecken und danach gönne ich mir noch einen kleinen Nachtisch. Den zeige ich euch gleich. So, und das ist jetzt meine Nachspeise und zwar habe ich ganz neu von Koro. Und zwar sind es gefriergetrocknete Himbeeren mit weißer Schokolade überzogen und oh mein Gott, also die sind so geil. Die schmeckt so geil. So richtig schön schokoladig
und fruchtig und einfach nur lecker. So sehen die aus. Mmh, schaut richtig lecker aus. Mhm, sind sie auch. Bist du auch? Ja, ungefähr. Mmh. Geil. Mmh. Oh ja. Schmecken echt gut. Mmh. Das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr euch vielleicht ein bisschen inspirieren konntet. Und wenn ihr eins der Rezepte nachmacht, schickt mir doch gerne Bilder auf Instagram. Ich blende euch meinen Namen unten nochmal ein. Und ich werde heute mit meinen Himbeeren jetzt noch hier mich vergnügen. Also bis zum nächsten Mal. Muah.